Willkommen zu einer neuen Folge von dem Spiel Demolish and Build Company 2017. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und wir stehen hier vor unserem neuen Schrebergarten, den wir letzte Folge erbaut haben. Und jetzt haben wir schon die nächste Aufgabe. Und zwar laden sie den Schrott auf den Muldenkipper. Oh, wir haben erstmal Geld bekommen. Campingplatz 1, okay. Nutzen sie den Kompaktlader mit Kranaufsatz. Das heißt, wir holen jetzt den Muldenkipper raus. Das ist er nicht. Lass uns mal eben da zum Parksymbol gehen. Den LKW können wir stehen lassen. Das wäre wohl in Ordnung, haben sie gesagt. Super. Kipper, da. Genau. Gut, dann fahren wir da mal hin. Auf geht's. In Perspektive würde ich sagen und dann anschnallen. Anschnallen. Ja. Kann man hier, ne? Kann man hier. Oh, wir rollen. Na? Quält er sich hier? Quält er sich hier? Ja, ein bisschen hier. Was ist denn los? Ja. Ist mir ja letztes Mal schon aufgefallen, dass wir ein paar Probleme haben. Ah, jetzt. Okay. Jetzt funktioniert es gut. Ah, da haben wir, glaube ich, ein Schild mitgenommen. Das ist nicht so gut. Okay. Mal schauen. Ja, aber wir haben auch, glaube ich, schon bald das Level 2 absolviert, wie ich das so sehe da oben. 1930 von 2000 XP. Sieht ja ganz spannend aus. Aber da müssen wir jetzt nicht hin, ne? Ne, das ist nur Holz. Das sollte nur Holz sein. Aber warum schickt ihr uns hier so sehr komisch? So, fahren wir da mal hin. Mal schauen, was so abgeht. So. Steigen wir mal aus. Na, da. Okay, das ist der... Oh, okay. Alles klar. Mit dem Kompaktlader. Gut, haben wir ja dran gehabt, letzte Folge, den Kranaufsatz. Das sollte kein Problem sein. Na. So, war das Leertaste, ne? Ja. Wollen wir mal ganz hoch gehen. So eine Konstruktion habe ich auch noch nicht gesehen. Sieht ein bisschen aus wie dran gebastelt. No. Oh. Hä? Ich hab doch nur Geiz. Ja, okay. Steigen wir mal aus. Enter, okay. Fahr den Muldenkipper zu nahegelegenen Schrottplatz und verkauf die Ladung. Okay, schließen. Metallschrott. Du kannst Schrott in Schrotthaufen verkaufen, um mehr Geld zu verdienen. Schließen. Ich würde dann sagen, wir fahren mal weiter, ne? Ganz gemütlich hier. Das ist ja echt nicht... Ach, direkt gegenüber. Mensch, hätten wir auch... Uiuiuiui. Hätten wir auch... Konnte auch nicht mehr bremsen, ne? Ja, hätten wir auch eigentlich, ne, direkt rüberbringen können mit dem wunderschönen Kompaktlader. So. Enter. Materialien. Günstiger Schrott sind zum Laden bereit. Drücke auf Enter für weitere Details. Okay. Günstiger Schrott. Verkaufspreis 1000. Ich sagen, verkaufen wir. Gut. Haben wir das? Oh, Schrebergarten. 700 Dollar. Oh, Telefon geht schon wieder. Meine Güte, was ist heute los? Dein persönlicher Berater. Als nächstes gibt es auf der Liste der Maschinen einen Bagger zu kaufen. Einer meiner Favoriten. Schließen. Dann... Würde ich mal... Nicht im Ernst, da steht ja hier direkt. Okay. Erforderlich Stufe 2. Ah, okay. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen XP sammeln und Geld verdienen, weil wir haben ja erst 3.332 Dollar. Schauen wir mal in die Auftragsliste. Wo war auch nicht was... Ah, hier, 1.500. Es gibt Pläne, ein Parkplatz,
neben unserer Tankstelle zu bauen. Oh, da waren wir schon mal. Aber die ruinierte Straße ist im Weg. Ein Presslufthammer ist auf jeden Fall erforderlich. Ja, haben wir alles. Gut. Reisen wir mal hin. Reisen wir mal hin. So, ich bin gespannt. Ah, hier, ne? So. Hier genau. Brauche ich nicht vorlesen. Vertrag akzeptieren. Dann holen wir mal die ganzen Geräte raus. Oder wollen wir erst mit der Flex arbeiten? Komm, wir arbeiten erst mit der Flex. Ja, den nicht. Das. Ich würde sagen, das schneiden, ne? Das schneiden? Was soll ich denn da schneiden? Zerstören Sie die Straßensperre mit der Flex. Die Straßensperren. Das hier? Die Straßen. Ja, das hier, ne? Straßensperren. Ah, okay. Ich hätte gedacht, dass es schneller geht. Aber tatsächlich müssen wir so lange warten. Ja, ist ja auch natürlich... Okay. Und 4. Ja, so leicht, ne? Man muss nur ein bisschen Geduld haben. Gut, dann holen wir mal... Genau, müssen wir eben... Das Fahrzeug umrüsten. Genau, hier im Presslufthammer dran. Ausrüsten. Und dann holen wir es mal raus. Hier haben wir den Parkplatz. Ist ja immer sehr praktisch. Fahrzeug liefern. Zack. Und haben wir uns raus. Ja, ich mache das jetzt ganz schnell. Ihr merkt ja schon. Weil irgendwie, ne, die, sag mal, die Handgriffe, die sitzen. Rausholen, fertig. Ob ich das jetzt... Warte mal. Ist das jetzt wirklich deren Ernst, dass ich jetzt hier... Warte mal. Oh Gott. Das ist wirklich deren Ernst. Ich glaub's nicht. Als ob man... Macht man das so? Macht man das nicht mit der Fräse oder so? Dass man die Straße kaputt macht? Warte, ich würde sagen, wir machen das Ganze ein bisschen geschickter. Ah. Oh, Campingplatz 1, warte, wahrscheinlich wieder Müllbeutel. Geht das nicht hier oder was? Ah doch, geht. Ah, so wollte ich es nämlich haben. Ja, so. Sieht doch ganz gut aus. So muss das sein. Aber da bleiben wir jetzt. Bleiben wir jetzt da kleben so ein bisschen. So. Hallo? Ja. Oh, müssen wir mal eben reparieren hier, glaube ich. Oh, nein, 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 nein. Hier, das war das Falsche. So. Machen wir mal eben wieder fit, das gute Ding. Meine Güte. Haben wir auch schon viel mitgearbeitet, muss man sagen. Na. Ist das Ding jetzt fertig hier oder was? Scheint fertig zu sein. Ich dachte, da kriegt man eine Meldung. Dass es in Ordnung ist. Aber irgendwie, es sieht ein, ich würde sagen, ein W nicht unprofessionell aus. Aber ich gebe mein Bestes. Ein bisschen höher vielleicht. Ich muss mich erst dran gewöhnen, dass es die andere Maustaste ist. Jeder Handgriff sitzt, habe ich noch eben gesagt. So, Rückwärtsgang, machen wir das hier weg.
Na. Wie sieht's denn in der Innenperspektive? Ja, alles klar. Ja, gut. Habe ich gerade Licht angemacht? Ging das automatisch an irgendwie? Habe ich gerade gedacht. Gleich haben wir es geschafft, Leute. Aber mit dem Presslufthammer arbeiten, das kommt schon oft vor, muss ich jetzt hier mal so sagen. Jede Folge einmal mit dem Presslufthammer hier zugange. Das ist Wahnsinn. Naja. Ich meine, das ist unser Job, ne? Na? So, haben wir das geschafft. Wunderbar. Enter. $1,500 kriegen wir dafür. Sogar, vielleicht sogar noch mehr. Ja, 1628 und 70 XP. Okay. Ah, aufgelevelt. Deine Lizenzstufe hat sich erhöht. Du hast folgendes freigeschaltet. Werkzeug Presslufthammer. Ja, das könnte vielleicht eine Erleichterung sein. Fahrzeug Bagger, Straßenwalze, neue Arbeitsbereiche, neue Bauarbeiter. Okay, was mich interessiert ist das Ding Bauarbeiter. Ah, okay, warum haben wir den eigentlich eingestellt? Ganz ehrlich, das war, glaube ich, nicht so gut. Naja, was ist das? Ah. Lass uns mal schauen, hier unter Lizenz, hier, genau. Also wir sind Stufe 1 abgeschlossen, Stufe 2 abgeschlossen. Wir sind jetzt sozusagen in Stufe 3 drin, haben das aber noch nicht erfolgreich absolviert. Okay. 4000 Erfahrung, beende den Bau von Holzgebäude, vom Holzgebäude. Ja genau, entsperrt, Raupenkran, Betonmischer, Schere, Teilbagger. Neue Bauarbeiter. Genau. Aber das erst, wenn wir das absolviert haben hier. Na, natürlich, ne? Also wir haben das gerade freigeschaltet. Nochmal das zur Info. Wahrscheinlich habt ihr es jetzt verstanden. Schon. Aber nochmal eben erklären. Ach genau. Wir müssen unbedingt warten. Das können wir jetzt noch machen. Würde ich sagen, machen wir das. Immobilien. Ja. Da können wir... Ah, okay. Doch, das geht. Tatsächlich. Mietpreis 150. Doch, Jackdock können wir einstellen. Super, das geht. Dann machen wir das. Die Frage... Genau. Lass uns... Mal eben schauen, ob wir den sehen irgendwie. Das wäre natürlich ein richtig, richtiger Brüller, wenn der da gerade am Arbeiten wäre. Okay, sehen wir natürlich jetzt nicht. Scheint aber ordentlich zu sein. Wie lange braucht er denn noch? Oder muss ich die noch annehmen? Kann natürlich sein. Okay. Ja, dann lass uns doch mal hier Schrebergarten auch Müllbeutel entsorgen. Alles klar. Auf der Karte anzeigen. Da gehen wir da mal hin. Und da würde ich sagen, können wir das eben tun. Eigentlich brauchen wir keinen Hammer. Auch das brauchen wir nicht. Genau, da stehen sie. Warum steht denn da einer jetzt? Das ist nicht mein Gelände. Tut mir leid. Hups. Oh, unser LKW steht ja immer noch. Den müssen wir mal umfahren.
Den müssen wir mal umfahren. Aber man kann hier nicht so nur mit Händen rumlaufen, oder? Ist das irgendwie möglich? Sieht der. Drei, ja, ich kann das. Kann er nicht drücken, ne? Weil ich das nicht frei. Ja. Ja, komm, laufen wir mal mit zum Hammer rum. Kein Problem. So. Alles hier entsorgen. Wie sich das gehört. Da liegt ja auch einer außerhalb. Ich weiß gar nicht warum. Mein Gott, was machen die ganzen hier? Da muss ich erstmal ermahnen, dass das so nicht geht hier. Können auch nicht die Müllbeutel rausschmeißen. Huh. Hallo? Danke. Das ist nett. Das ist nett, Junge. Ah, okay, schon drin. Ich überlege, ob wir noch vielleicht so einen Campingplatz kaufen sollten. Das ist eigentlich eine ganz gute Einnahmequelle. Allerdings müssen wir schon ganz oft, oder ganz schön oft, ja, Müllbeutel entsorgen. Aber, ja, nützt aller nichts, ne? Was mich wundert, wir haben einen Arbeiter eingestellt und müssen den nochmal bezahlen, also Mietpreis. Alles klar. Okay, ist eigentlich schon mein Arbeiter. Ich habe dafür schon gezahlt. Mann, okay. Finalisieren. 100 XP schon wieder. Meine Güte, das ist echt special. Gut. Also, nächstes Ziel. Verdiene genug Geld, um einen Bagger zu kaufen. Ja. So kann man es auch formulieren. Steht zwar da nicht so. Da steht nämlich, verdiene genug Geld und kaufe einen Bagger. Ich muss sagen, es ist schon etwas später. Und ja, ich mache jetzt aber erstmal Schluss an dieser Stelle. Ich finde, wir haben einiges geschafft. Wir sind jetzt, ja, in dem, also Level 1 haben wir geschafft, Level 2 haben wir geschafft, Level 3 sind wir dabei. Und es gibt, das heißt ja Stufen. Es gibt 5 Stufen. Also, ne? Stufe 3 ist angesagt. Müssen wir absolvieren. Haben wir noch nicht geschafft. Sind wir mittendrin. Gut, also, ihr seht, Viertel nach 11 ungefähr und ich würde sagen, ich mache mal jetzt Feierabend und dann sehen wir uns zu einer neuen Folge hier in dem Spiel Demolish and Build Company 2017 wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.